Hallo Jäger, Carsten hier von Jagd Total. Heute ist es wieder soweit. Heute nehme ich ein neues Highlight unter den Jagdgewehren unter die Lupe. Das Bergara B14 Wilderness Thumbhold Carbon. Und ich bin echt gespannt, euch heute dieses Gewehr zu präsentieren, das neue Maßstäbe in der Jagdwelt setzt. Ein echtes Technologie-Highlight. Lasst uns aber keine Zeit verlieren und gleich in die Details einsteigen. Die Qualität dieses Gewehres spricht auf Anhieb für sich. Von der soliden Konstruktion bis hin zu den feinen Details. Es ist offensichtlich, dass hier Fachleute am Werk waren, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Das absolute Herzstück ist natürlich der Carbonlauf. Und lasst es euch gesagt sein, dies ist keine vorübergehende Modeerscheinung, sondern eine echte Revolution im Gewehrbau. Carbon setzt ganz neue Maßstäbe und das aus zahlreichen Gründen. Welche Vorteile bietet Carbon? Natürlich die Gewichtsreduktion. Denke an die Last, die ein Jäger auf einer mehrstündigen Pirsch mit sich trägt. Jedes Gramm zählt. Carbon ist nicht nur leicht, es behält auch seine Festigkeit und Robustheit. Wärmeableitung. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie wichtig die thermische Performance beim Schießen ist. Durch die überlegene Wärmeleitfähigkeit von Carbon können mehrere Schüsse in schneller Folge abgegeben werden, ohne an Präzision zu verlieren. Das ist vielleicht nicht bei allen Jagdsituationen notwendig, aber wenn es drauf ankommt, dann ist es gut, dass man weiß, man kann immer präzise schießen. Langlebigkeit und Verschleißresistenz. Ein Gewehr ist eine Investition und eine Investition in Carbon ist eine Investition in Langlebigkeit. Carbon ist weniger korrosionsanfällig und hält den Strapazen der Jagd deutlich länger stand. Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Und hier tritt die Technologie wirklich in seinen Vordergrund. Durch die Steifigkeit und durch die Dämpfungseigenschaften des Carbons können wir viel präzisere Schüsse abgeben. Und schließlich dürfen wir die ästhetischen Aspekte nicht vergessen. Carbon verleiht dem Gewehr einen modernen, zukunftsweisenden Look. Aber es wäre unfair, nicht auch die Kostenseite zu erwähnen. Doch Qualität hat ihren Preis. Und ist es nicht extrem wertvoll, in der wichtigen Sekunde der Jagd die bestmögliche Leistung abrufen zu können? Jetzt möchte ich euch alle Details vorstellen, bevor wir es in der Praxis schießen. Die Griffstücke sind anti-rutsch beschichtet für einen sicheren Halt. Eine Mündungsbremse ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das Gewehr ist kompatibel mit AICS-Magazinen. Der Abzug ist einstellbar, damit ihr die optimale Abzugskraft finden könnt. Die Schafterhöhung ist ebenfalls verstellbar. Und der Schaft bietet die Möglichkeit, seine Länge mit Spacern anzupassen. Ich habe hier ein Modell im Kaliber 308 Winchester mit einem 1:10er Drall. Die Lauflänge beträgt 51 cm und die Gesamtlänge des Gewehrs 103 cm. Und all das bei einem Gewicht von nur 3 kg. Die Laufmündung kommt mit einem Durchmesser von 21,5 mm und hat ein 5/8 × 24 UNEF Gewinde. Jetzt, da wir die Basics geklärt haben, ist es an der Zeit, dieses Gewehr in der Praxis zu testen. Dabei werde ich besonders auf technische Details wie Abzug, die Verriegelung und natürlich das Schussbild achten. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zum Setup, das ich hier gerade montiert habe. Als Zielfernrohr verwende ich das DD Optics 2,5 bis 15 x 50 NFX. Für mich ist es das optimale Allround-Zielfernrohr mit ausreichender Lichtstärke und einer maximalen Vergrößerung 15-fach. Es ist auf einer Picatinny-Schiene und mit Recknagelringen montiert. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, eine hochwertige Montage ist essentiell. Selbst das beste Gewehr und ein herausragendes Zielfernrohr bringen nichts, wenn die Montage nicht ebenso qualitativ ist. Also hier nicht sparen. Als stabile Auflage für präzise Schüsse verwende ich ein Zweibein von Atlas, das ich mit einem entsprechenden Adapter montiert habe. Als Schalldämpfer habe ich mich dieses Mal für einen leichten entschieden, den SIW Stille im Wald Thin, also die dünne Serie, die dünne Version. Die Munition für das Schießen heute, Hornady Precision Hunter. Bevor wir nun zum Schießstand aufbrechen, führe ich noch eine obligatorische chemische Laufreinigung durch. Ja, das Schießergebnis spricht für sich. Die Präzision ist auf Anhieb überragend und die Bedienbarkeit ein Genuss. Das Gewehr
bestätigt jedes der zuvor genannten Eigenschaften und der Lochschaft in Verbindung hier mit dem steilen Griff macht richtig Spaß. Es fühlt sich perfekt an und schießt richtig, richtig gut. Ja, nachdem ich dieses Gewehr nun getestet habe, fällt mein Fazit eindeutig aus. Das Bergara B14 Wilderness Thumbhold Carbon ist nicht nur ein herausragendes Gewehr für spezielle Jagdarten wie Berg, Pirsch und Drückjagd, sondern es repräsentiert eine neue Ära der Jagdgewehre. Im nächsten Schritt wird natürlich auch damit gejagt. Ihr dürft also gespannt sein. Es folgen weitere spannende Jagdvideos mit diesem Jagdgewehr. Wenn ihr mehr solcher Videos von Jagdgewehren sehen wollt, lasst es mich mit einem Kommentar wissen. Bitte einen Daumen hoch und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im nächsten Video.